Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich bin's wieder, Primo. Und ihr seht schon, dieses Mal ein ganz anderes Game. Und zwar habe ich mir mal gedacht, da ja bald Halloween vor der Tür steht, werde ich einfach mal dieses tolle Spiel let's playen während des Halloween-Events. Also wie gesagt, das ist Guild Wars 1 und hier hat das Event schon frühzeitig begonnen in Guild Wars 2. Was ich übrigens auch wahrscheinlich in Zukunft noch aufnehmen werde, wird das Event heute erst starten, in ja, 3 Stunden, denke ich mal. Und aber ich werde das Ganze mal hier in Guild Wars 1 machen, auch einfach mal, um zu gucken, ja, was hier so abgeht. Und ja, wir haben eine Quest bekommen. Moment, ich glaube, ich muss mal erstmal den Sound hier ein bisschen regulieren. Weil das nicht so ganz hinhaut hier. Dialog? Nee. Was mich immer am meisten stört, ist, wenn die ihre Quest abgeben. Das ist immer so laut irgendwie. Hä, wieso ist das jetzt zurückgegangen? Nein, nicht zurückgehen. Ach, lassen es jetzt einfach so. Okay. Also auf jeden Fall, mussten wir von diesem Typen hier die Quest annehmen. Ja, der verrückte König schickt mich. Etwas Böses kommt. Und das ist genau diese Quest hier. Die haben wir bekommen. Etwas Böses kommt des Weges. Begebt euch zum Tempel der Zeitelter, zum Zinku-Gang oder in die heilige Halle der Geheimnisse. Nehmt einen Transformationstrank zu euch und sprecht mit Grenzstimme, um als Agent des verrückten Königs in die Unterwelt zu reisen. Tretet in die Unterwelt als Agent des verrückten Königs auf und sprecht mit König Gefrorener Wind. Ja, die haben ganz schön komische Namen hier, aber naja, ist halt das verrückte Reich. Und ja, was bekommen wir dafür? 5 Transformationstränke, 50 Süßes oder Saures Taschen. Ja, ganz nett. Also das Spiel an sich zocke ich wirklich nicht mehr. Das ist jetzt also eigentlich mehr so ein Special-Video. Also ich zocke wirklich kein Guild Wars 1 mehr, weil hier ist auch normalerweise nichts mehr los. Also die Leute hier sind halt jetzt ein bisschen mehr wegen des Events, aber normal sind hier wirklich überhaupt sehr wenig Leute. Oder so gut wie keine. Ja, man sieht auf jeden Fall, die Hauptstädte sind jetzt ja, dementsprechend angepasst an das Event. Also so schön schaurig und düster. Auch die NPCs und so, wie man sieht, sind verwandelt worden. Ja, kann man sich auch ein paar Sachen holen. Also wer Interesse hat an Guild Wars 1, das Spiel kann man sich auf jeden Fall auch kaufen. Müsste auch nicht mehr so teuer sein. Die ganzen Add-ons und so. Ja. Also, wir müssen zum Tempel der Zeitalter. Reisen wir mal hin. Oh Mann, ey, ich kann's kaum mehr warten, ey. Tempel der Zeitalter. Oh Mann, ey, das waren Zeiten, ne? Ach, das waren Zeiten. Ja, ja. Ja, hier ist die Grenzstimme. Grenzstimme. Normal ist der doch eigentlich nicht immer hier, oder? Oder ist der jetzt wirklich während des Events immer hier? Also normal muss man den mal irgendwie herbeirufen, also man muss sich da vorstellen. Und wie war das nochmal? Ich glaube, wenn man die Gunst der Götter hat, dann ja, dann muss man halt erstmal sich vor den knien. Und dann kommt er irgendwie herbei und dann kann man die Unterwelt. Ich glaube, jetzt während des Events kann man immer hin. Okay, etwas Böses kommt des Weges. Ich möchte ein Opfer da bringen. Ne, muss ich jetzt echt ein Platin zahlen? Für den Mist? Ne, oder? Moment. Begebt euch zum Tempel der Zeitalter, zum Zinku-Gang oder in die heilige Halle der Geheimnisse. Ja, sind wir hier. Nehmt einen Transformationstrank zu euch und sprecht mit Grenzstimme, um als Agent des verrückten Königs in die Unterwelt zu reisen. Ah... Ich verstehe.
Ein Transformationstrank müssen wir zu uns nehmen. Soweit ich das verstanden habe. Ja, ich müsste sogar noch welche haben. Und ja, tretet in der Unterwelt als Agent. Das, ich probiere das jetzt einfach mal. Ich müsste in der Bank noch welche haben, ja. Also ich weiß jetzt nicht, ob das klappt. Normal habe ich das, glaube ich, sogar mal gemacht, aber das ist schon ewig her, also. Ich weiß es wirklich nicht mehr so genau. Ja, es geht sogar. Und ab in die Unterwelt. Die Unterwelt. Schade, dass es die in Guild Wars 2 nicht mehr gibt. Das wäre auch ganz geil gewesen. Oh, mein altes Qualschild, ey. Meine alte Todesklinge. Oh. Also, wenn man das so sieht, ey. Ich meine, ich habe ja in Guild Wars 2 habe ich ja auch dieses Schild. Das haben die ja jetzt auch eingeführt. Also, halt so allgemeine Skills aus Guild Wars 1 haben die mit eingeführt. Da habe ich halt auch das Schild und ja, der Unterschied einfach grafisch ist schon echt krass. Jo, also, wo müssen wir jetzt hin? Ja, tretet in der Unterwelt als Agent von König und sprecht mit König Gebrochener Wind. Ja gut, wir können nicht auf die Karte gucken, wo der ist. Aber uns wird auf der Karte schon angezeigt, wo wir hin müssen. Erstmal die Skills ansehen. Zuckerschub, Haltung, bewegt euch 50% schneller, ja. Klebriger Boden ist ein Schrei, verhext außerdem Gegner eures Ziels. Die Feinde bewegen sich um 90% langsamer. Ja. Schrei wirft zum Boden. Der Einfluss des verrückten Königs. Auch ein Schrei. Feinde in Geisterreichweite ergeben sich dem Einfluss des verrückten Königs. Puh, okay. Ja, ich weiß nicht, ob wir auch mehrere Versuche haben. Also ich weiß jetzt nicht, wie das ist, wenn wir sterben. Ich glaube, dann werden wir eh wieder hier respawned. Ja, verhext Feinde. Ja, also ich denke, wir müssen jetzt einfach mal durchrushen hier. Wir müssen auf jeden Fall auf diese Viecher aufpassen, die Klingenachse. Wie war das hier lang, ne? Genau, hier ist das Tor offen, zum Glück. Oh Mann, ey, ich kann mich erinnern, wie ich hier immer solo gefarmt habe. Ja, das war echt nicht immer so schön. Es ging manchmal doch echt in die Hose. Wie, müssen wir wieder zurück, oder? Ne, warte, wir müssen doch hier gar nicht hin, oder? Na doch, 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 wir müssen hin. Wir sind richtig. Alles ist gut. Einfach weitergehen. Wieso wird mir das jetzt... Ach egal, ich gehe jetzt einfach weiter. Scheiß drauf, ey. Wir müssen doch richtig sein. Oh ne, die Viecher. Ich kann mir auch ehrlich gesagt jetzt keinen anderen Weg vorstellen. Warte, zu wem müssen wir nochmal hin? Zu Gefrorener Wind, ja, das trifft ja ganz gut hier, die eisige Landschaft. Gut, oh nein, nicht die Viecher. Kann man die nicht irgendwie umgehen? Ich warte mal lieber hier. Nein, sie greift mich an. Nein, 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 nein. Scheiße, scheiße, warte, wie kann man... Oh gut, ey, das ist nice. Kann man die sich zu den Verbündeten machen? Wie lange hält das eigentlich an? 20 Sekunden, glaube ich. Ne, ist die Abklingzeit. Oder? Ne. Ach, keine Ahnung. Ich will einfach nur weg hier. Ja, hallo erstmal. Ich ignoriere euch einfach mal und ich gehe einfach weiter. Irgendwie, also, ich weiß nicht, hier wird mir irgendwas aufgeblinkt. In ganz andere Richtung. Ich denke mal, ich muss jetzt hier hoch. Oh, Alter, ich hoffe, ich bin richtig. Das ist äußerst seltsam. Oder müssen wir da hoch? Ich glaube, wir müssen noch hoch. Ich hoffe auch, dass wir wirklich richtig sind. Oder das. Da, jetzt pinkt er wieder da. Also, ich weiß auch nicht. Was schon mit dem da los ist. Nicht hier lang. Oh nein, das sind wieder unsere Freunde. Aber wir wissen ja, wir haben ja ein. Ups, ich habe jetzt was von dem 5 gedrückt.
Wir haben ja unseren Spezialskill, womit wir unsere Feinde zu Freunde machen können. Und da werden... Kämpfen die sich gegenseitig? Okay. Auch nice. Der Loot. Denk nicht. Ah, okay. Wir sind, glaube ich, wirklich richtig. Ah, jetzt kann ich mich, glaube ich, sogar wieder dran erinnern. Also, das müsste sogar der Anführer der dieser Schneemänner sein. Ja, genau. Das ist er, der Gute. Bei dem müssen wir jetzt diese Quest hier abgeben. Ich glaube, wir müssen sogar noch mal woanders hin. Lass sein. Warum wacht es immer wieder auf? Ist ein wenig Schlafwandel denn wirklich so schlimm? Ja gut, ich habe jetzt ehrlich gesagt keinen Bock mehr, den ganzen Text hier durchzulesen. Euer Team war siegreich. Ja. Okay. Irgendwas mit dunkle Mächte. So, jetzt müssen wir warten. 20 Sekunden. Wenn wir raus teleportiert. Ja, also ich denke mal, das war's auch so. Ja, das war's schon. Holt euch die Belohnung ab bei Verwalter des Verrückten Königs. Ja. Das war ja gar nicht so schwer eigentlich. Ich werde sehen. Vielleicht bekommen wir sogar noch eine Quest. Müssen wir jetzt erstmal wieder zurück nach Löwenstein. Oh ey, das ist erstmal so eine Ungewohnheit, weil ich habe ja die ganze Zeit Guild Wars 2 gespielt und jetzt wieder hier in dem alten Guild Wars zu sein, das ist schon echt eine Ungewohnheit. Aber naja. Gut, annehmen und wir haben unsere Belohnung. Ja, was haben wir denn hier? Süße oder saures Taschen, ich glaube, die waren sogar eigentlich ganz gut was wert, aber wie gesagt, ich zock das Game nicht mehr und ja, also Geld ist mir da eigentlich nicht mehr so wichtig. Von daher, gut, wir haben wieder eine Quest bekommen. Keine Angst vor den Schnittern, okay. Oh, was ist das denn für eine Quest hier? Ich glaube, wir müssen sogar wieder in die Unterwelt. Ja, begebt euch zum Tempel der Zeitalter, ja. Nehmt einen Transformationstrank zu euch und sprecht mit Grans Stimme und reist als Agent. Gut, das kennen wir ja. Tretet in die Unterwelt als Agent des Verrückten Königs und sprecht mit allen 7 Schnittern. Mit allen 7 Schnittern, okay. Ihr habt 0 Schnitter auf eurer Suche nach der Wahrheit befragt. Okay, die 7 Schnitter, ja, das können wir eigentlich machen. Warum nicht? Wenn das jetzt nicht allzu lang geht, kann ich das ja hier gleich in der Folge machen. Wie gesagt, das ist eine Special-Folge und ich weiß noch nicht, ob... Also von Guild Wars 1 wird auf jeden Fall selten was kommen. Ich habe das jetzt einfach mal nur gemacht wegen dem Halloween-Event. So generell wird eigentlich wenig kommen, also werde ich dann sehen. Von Guild Wars 2, wie gesagt, auf jeden Fall ein bisschen mehr, weil ich das Spiel auch zurzeit echt viel zocke. Und was natürlich die Shooter anbetrifft, Crossfire und so, wird jetzt momentan eher wenig kommen, weil halt ich halt Crossfire wirklich sehr wenig zocke. Ich bin momentan eher mit anderen Sachen beschäftigt, wie zum Beispiel Guild Wars 2. Und ja, deswegen ja, müssen wir uns erstmal hier hinknien, denke ich mal. Ja, das ist der Gute. Ach so, ja, genau, wir müssen uns verwandeln. Machen wir das auch mal und auf geht's. So, König Gefrorene. Ist jetzt unser Verbündeter. Oh, der ist, glaube ich, eh wieder im Arsch der Welt. Ja, Karte können wir wieder nicht sehen. Aber das ist der Pfeil und ja, wir müssen mal, denke ich, in die Richtung. Das Tor ist auch offen, gut. Aufpassen auf die Klingenaxt hier. Oh, ich hasse diese Viecher. Wie ich sie gehasst habe, ey. In Guild Wars 1 trifft man die übrigens auch wieder. Nur sehen die da irgendwie ganz anders aus. Die sind da irgendwie gar nicht mehr schwarz, sondern so grünlich. Aber egal. Sind wir hier richtig? Ne, ich glaube, wir müssen da hoch. Ach Mist, ey, das ist echt doof, dass man nicht auf die Karte gucken kann. Das ist echt doof, dass der Sound so mega laut ist.
Ey, das ist die ganze Zeit schon so laut. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Gut, dass wir unseren Skill hier haben. Rettet uns immer wieder den Arsch. Ich könnte eigentlich auch mal hier die anderen Skills verwenden. Die sind eigentlich auch ganz schön nützlich. Hä, wo geht's denn hier runter? Ich geh jetzt gar nicht runter. Okay. Oh nein, bitte, geh weg. Nein, nein, nein! Scheiße, Alter, machen die Damage. Alter, genau das meine ich. Ach, ich glaube, wir müssen hier lang. Kann das sein? Müssen wir hier lang? Nein, müssen wir nicht. Hä? Geh weg. Ich hoffe, die sind weg. War das nicht so, dass wir hier lang mussten? Da war noch eine Treppe irgendwie. Scheiße. Ich habe keinen Plan, keinen Schimmer, wo wir hin müssen. Oh Mann, ist das eine Scheiße. Oh, bitte geh weg. Oh, das Schlimme ist, die sind schneller als euch, oder nicht? Ich lauf sogar noch direkt rein, ey. Ich bin ein Held. Ich bin ein Held. Oh, ich setze einfach jetzt die Fähigkeit hier an. Hat der nicht irgendwie eine Beschreibung angegeben, wo der ist? Wo die sind? Wir müssen ja 7 Schnitter aufsuchen. Oh, fuck, das war's. Bam. Tot. Ach ja, sonst. Moment, ich lese mir das mal kurz durch hier. Na, 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 na. Ja, Beschreibung hin oder her. Ich möchte wissen, wo die sind. Ich möchte euch nochmal euren Dienst bitten. Steht nicht da, wo die sind, ey. Das ist echt zum Kotzen. Soll ich denn bitte schon alle 7 Schnitter aufsuchen? Ich gehe einfach nochmal hier lang. Weil da ist ja auch der Pfeil, also. Ich weiß, ich kann es mir nicht anders erklären. Ich muss nur halt aufpassen jetzt wirklich auf die ganzen Viecher. Weil die nicht gerade wenig Schaden machen. Da kommen auch wieder die Klingenaxte. Komm direkt auf uns zu, Alter. Oh Gott, oh Gott. Oh, da sind noch wieder welche. Oh nein, 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 nein. Vierter Skill und das war's. Dass man da nicht lang kann. Aber ich glaube, wenn wir hier lang gehen, dann war's das auch. Hier sind nämlich die Würmer. Oder wir können ja auch rechts hier abbiegen. Kann man hoch? Lol. Hier war ich glaube ich noch nicht. Oh Gott. Die ganzen Würmer machen mir Angst. Hier kann man auch lang. Oh Gott. Obsidian Monstrum. Oh. Klingt der gut. Okay, also ich denke mal, wir sind richtig, aber was machen die eigentlich, die Viecher? Oh fuck, die machen Flammenfallen. Also wir dürfen halt, denke ich mal, nicht da lang gehen zu denen. Na, ja, das ist ja kein Problem. Was sind das für komische Kristalle oder was das, was auch immer das sein soll? Ja, also ich denke mal, wir sind richtig. Ich gucke mal auf die Karte und gucken, wo das ist, aber da ist ja nichts. Oha. Ich hoffe, wir sind wirklich richtig. Da vorne ist ein Tempel. Ja, wir müssen 7 Schnitter finden, also das kann ja was werden, ey. Ich weiß auch nicht, ob wir das wirklich schaffen in der Folge, also werden wir sehen. Wie weit wir kommen. Oh Gott, sind das viele, ey. Aber, ey, was mach... Ey, die haben mir gerade Schaden gemacht, die Wichser. Was fällt denen ein? Ja, wir sind richtig.
Das ist doch schon mal gut. Schnitter der Zwillingsschlangenberge. Verdorrte und sagenhafte Schnitter der Zwillingsschlangenberge, überbringe freundliche... Seid gegrüßt, o farmfrohes Zuckerwesen. Welch Rat kann ich eurem Herrn geben? Der verrückte König spürt einen Aufruhr in diesem Reich. Wächter der verfluchten Brüder, kennt ihr den Grund? Und vielleicht auch das Gegenmittel. Da. Okay, das kann ich mir nicht mehr durchlesen. Die Dialoge sind irgendwie... gehen immer viel zu schnell weg. So, ich gucke wieder auf die Karte. Wir haben erst einen Schnitter. Wir müssen sieben Schnitter finden. Ist das echt sein Ernst? Also, naja, ich versuch's einfach mal. Aber ich mach's echt nicht gern. Da unten sind auch noch welche. Was ist das für Viecher? Gott, ich war ja schon mal in der Unterwelt, aber ich war halt nicht überall, also. Das Gebiet hier zum Beispiel kenne ich noch gar nicht wirklich. So, einfach mal wieder den Pfeil nachfolgen. Also müssen wieder zurück, gibt ja keinen anderen Weg. Oder doch? Können wir auch lang. Oh, die werfen hier mit Stein oder was weiß ich hier auf uns. Fluchte Fischer. Oh, sieben Schnitter, ey, das kann ja ewig dauern. Ich glaube, wir müssen hier lang. Oh, hier gibt es so viele Wege. Oha. Also hier war ich garantiert noch nie. Ist ein Geister, WTF? Albtraumreiter. Oh, ich hoffe, die machen nicht so viel Schaden, ey. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Geh weg, geh weg. Geisterreich. Oh fuck, es verfolgt mich. Aber ich denke, wir sind hier richtig. Oh Gott. Alter, was für eine Umgebung hier. Oh, 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 geh weg. Alter! Alter, habe ich mich gerade erschrocken. Was das für ein Geräusch macht, ey, das Pferd. So ein extremes Wiehern. Boah, ich sollte vielleicht echt mal den Sound ein bisschen regulieren, aber das ist jetzt eh schon zu spät, ey. Oh Mann. Alter, fuck, mess mal. Geh weg, geh weg, geh weg. Geht alle weg, geht alle weg. Geht bloß weg. Boah, Alter. Okay. Geht's weiter. Oh mein Gott. Was ist denn das jetzt für Viecher? Alter, Alter, bleib mir weg. Sind jetzt meine Freunde? Gut. Alter. Was hier für Viecher rumlauern. Ist ja mal abnormal. Gut. Oh, zum Glück sind wir aus diesem Geisterreich raus. Ist ja schlimm sowas hier. Was ist das hier? Oh nein, da gibt's mehr Spinnen. Nein. Geh weg, geh weg, geh weg. Alter, die werfen so eine Feuerbälle. Das ist gar nicht gut. Alter, wenn ich jetzt verrecke, dann war's das. Was ist das eigentlich für ein Wasser hier? Ich denke, kein sauberes. Okay, das macht uns langsamer. Naja. Solange wir nicht diesen Spinnen hier irgendwie aggro ziehen, ist alles in Ordnung. Einfach weiterlaufen. Gott, sind das viele. Also wer hier Unterwelt mal irgendwie geklärt hat, der verdient echt meinen vollsten Respekt. Alter, geh weg. Na gut, für einen jetzt den Skill jetzt zu verschwenden, na gut. Hat jetzt nicht allzu lange Abklingzeit, aber trotzdem. Man sollte schon etwas behutsam damit umgehen. Oh Mann.
Ach, greifen die dann sogar die anderen an? Oh, scheiße. Stimmt ja, das ist ja nicht permanent, dieser Fluch. Gott, oh Gott, oh Gott. Aber wir sind schon wieder beim nächsten Schnitter. Schnitter der Leichtempel. Wir haben da alle Schnitter. Aufseher der herrlichen, malerischen Leichtempel. Oh, ich kann das... Oh, stimmt, unten kann ich es auch lesen, aber egal. Ja, Doom war das Einzige, was er von vornherein ausgeschlossen hat, aber... Wer ist eigentlich Doom? Spart euch eure Worte, denn ich bin schon auf dem Weg. In die Halle des jüngsten Gerichts. Okay. Oh Gott. Wo ist das denn jetzt wieder? Oh, ich hoffe, wir müssen jetzt nicht irgendwie den ganzen Weg zurücklatschen. Kann man da nicht irgendwie lang, ey? Och, bitte nicht. Och, nö. Och, nö. Hab ich keinen Bock drauf, Mann. Das ist doch echt zum Kotzen. Naja, ich denke mal nicht, dass ich alle 7 Schnitter machen werde. Vielleicht mache ich das dann halt privat, aber so denke ich mal. Aufpassen, aufpassen, aufpassen. Denke ich mal nicht. Weil mir das echt zu lange geht. Ich kann ja vielleicht nur einen machen, aber dann denke ich, ist mal Schluss hier. Jetzt muss ich erstmal den ganzen Weg zurücklatschen. Oh Mann, ich gucke wieder auf die Karte. Oh Gott. Muss ich den hier vorbei? Die machen übertrieben viel Schaden mit dem scheiß Feuer. Oh Gott. Geh weg. Hier frisst das. Scheiß Vieh. Ah. Dammit. Boah, Meteorenschauer, Alter. Auf 12 Uhr. Gut, dass sie mich jetzt hier nicht hier ewig verfolgen. Aber wir gucken einfach mal weiter hier. An die kommen wir nicht vorbei. Aber wir haben unseren Skill hier. Zeichen des Rotgords. Oh Gott, wie viele Skills hier auch hier gab. In Guild Wars 1. In Guild Wars 2 hat man wirklich begrenzt wenig Skills, also das ist wirklich kein Vergleich zu hier. Ich finde es eigentlich besser so, weil ich finde, man hat eigentlich eh nicht so viele Skills hier gebraucht in Guild Wars 1. Und ja, es regen sich halt auch echt viele auf darüber, dass es wenig Variationen gibt hier in Guild Wars 2 und so. Dass es in Guild Wars 1 mehr gab und so. Aber ich reg mich da eigentlich nicht so auf. Ich finde das Kampfsystem eigentlich so ganz gut. Aber mehr dazu werde ich dann, denke ich mal, bei den Guild Wars 2 Videos sagen. Es werden auch, denke ich mal, keine wirklichen Let's Plays sein, sondern mehr so normale Videos halt zu irgendwelchen Events oder so, wo ich halt gerade drauf Bock habe. Ja, ich bin gleich tot. Und das ist, denke ich mal, mein Untergang. 11 HP noch. Ich weiß nicht, ob ich das noch retten kann. Oh, ich denke sogar, ich kann es sogar noch retten. Boah. Alter, war das knapp. Da vorne ist es ja. Wie komme ich da hin? Oh, da muss ich ja zurück. Ach, ich Idiot. Ja, man kann ja auch nicht irgendwie umgeben. Umwege gehen. Anders in Guild Wars 2. Ja, ist auch wieder ein Unterschied. Hier muss man sich wirklich strikt an die Wege halten. Man kann auch nicht springen. Leider. Ach komm, die machen wir wieder zu unseren Verbündeten. So, ja, seid gegrüßt. Hallöle. Oh, mürrische Wache der Chaos-Ebenen. Oh, hört ihr das? Das ist die Stimme der Lehrer, die uns ruft. Ich hielt Doom für tot in einem Treffen mit König Gefrorener. Ich frage mich echt, wer Doom ist. Also ich weiß es jetzt nicht mehr. Ich denke mal nicht, dass es jetzt der verrückte König ist. Oder doch? Keine Ahnung.
Gut, müssen wir jetzt hin? Puh. Ich weiß nicht, wo wir jetzt hin müssen. Aber 7 Schnitter, das ist doch übertrieben. Nee, also das werde ich, denke ich, mal nicht machen. Ich denke, das reicht erstmal, weil das Video geht auch schon wieder viel zu lange. Eigentlich wollte ich auch nur die erste Quest machen, um euch halt nur mal so ein bisschen zu zeigen, also das Event zu zeigen. Ja, also wie gesagt, in Zukunft werden, naja, mehr Guild Wars 2 Videos kommen. Von Guild Wars 1 werden vielleicht mal ab und zu ein paar Videos kommen, wie dieses hier, halt zu irgendwelchen Events oder so. Ja, also ich hoffe, es hat euch gefallen. Es war halt mal so ein kleines Special-Video. Und ja, wir sehen uns, denke ich mal. Haut rein.